Terrassenplatten fachgerecht verlegt. Verlegung auf Stelzlagern. Was wird benötigt? El-Terrassenplatten, eine Plattenzange und Stelzlager, bei Bedarf auch höhenverstellbar. Mit diesen Produkten und Werkzeugen werden ebene Plattenbeläge auch auf unebenem Untergrund realisiert. Wasserwaage und Gliedermaßstab helfen bei der exakten Ausrichtung der Platten. Die Stelzlager aus unverrottbarem Kunststoff werden so auf der Fläche verteilt, dass jede Platte an allen vier Ecken gleichmäßig aufliegt. An den Rändern und in den Ecken werden die Elemente einfach halbiert. Zum Ausgleich kleiner Höhendifferenzen werden Ausgleichsscheiben unterlegt. Das Rastermaß wird nochmal überprüft. Dann wird die erste Platte mit Hilfe einer Versetzzange positioniert. Danach geht es zügig weiter. Nach demselben Prinzip wird die zweite Platte gesetzt und in Lage und Höhe an der ersten Platte ausgerichtet. Ebenso wird mit allen weiteren Platten verfahren. Sind größere Niveauunterschiede zu überwinden, beispielsweise über Bordsteinkanten hinweg, kommen in der Höhe verstellbare Stelzlager zum Einsatz. Das Prinzip: Durch die Schraubverbindung zwischen Ober- und Unterteil kann die erforderliche Höhe stufenlos eingestellt werden. Mit der Wasserwaage wird die eingestellte Höhe überprüft und bei Bedarf durch einfaches Drehen des Oberteiles korrigiert. Drehen nach rechts bewirkt eine Verringerung der Höhe, drehen nach links eine Vergrößerung. So gleichen die Stelzlager stufenlos die Niveauschwankungen des Untergrundes aus. Die sichtbare Plattenoberfläche bildet eine homogene Ebene. Die Verlegung der Platten auf Stelzlagern bietet die gleiche Vielfalt an Verlegemustern wie die klassische Verlegung im Sandbett. Einer kreativen Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.